Ja, Hallöchen, ihr Lieben da draußen, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Parkwerk Modellbau. Schön, dass ihr wieder mit reingeschaltet habt in die nächste Videofolge hier bei uns auf diesem wirklich kunterbunten Kanal mit vielen verschiedenen Projekten, wenn es ums Basteln geht. Und ja, apropos kunterbunt, das ist ein sehr gutes Stichwort für die heutige Folge, denn es geht weiter mit dem Disney-Puppenhaus. Da habe ich schon länger kein Video mehr von gemacht. Ja, nicht nur, weil erstens auf Post gewartet habe, sondern weil ich, ja, ich muss zugeben, die letzte Ausgabe vermasselt habe. Ich habe die ganz normal, wie jede andere Videofolge, aufgezeichnet und habe sie dann in meinen PC eingebaut, um die dann zu bearbeiten, die Videofolge, um festzustellen, dass ich während des Baus überhaupt gar nicht mein Mikro anhatte. Das heißt, ich hatte einen Stummfilm und das nochmal nachvertonen ist langwierig. Deswegen habe ich mich entschieden, diese letzte Folge einfach nicht in einer Bauphase zu zeigen, sondern heute quasi einmal das Ergebnis zu zeigen. Das waren nämlich die Ausgaben 54 und 55, die wir gebaut haben. Wir sind nämlich da weiter an den Keller gegangen und genau in diesem Bereich hier vorne. Da haben wir diese äußeren Wände haben wir quasi mit eingebaut. Hier auch, dass wir das Ganze ein bisschen abgedichtet haben. Die Tür, die da hinten schön wackelt, die ist ebenfalls mit eingebaut in den Keller. Das haben wir in diesen beiden Ausgaben erledigt. Nochmal so eine schöne Abdeckung mit drüber. Das kam alles mit dazu. Wenn ihr sehen möchtet, wie das Ganze auch in Bauform aussieht, wie das Ganze gebaut wird, auch die Tür, dann dürft ihr gerne beim lieben Olaf reinschauen. Jack Made It, der hat auf jeden Fall die Ausgabe verbaut. Und da könnt ihr das dann nochmal im Detail euch anschauen. Bei mir ist es halt schon fertig. Gut, shit happens, ne? Kann man auch nicht ändern. Auch ich bin nicht fehlerfrei, wieso auch. Und ja, dann passiert sowas gerne mal schnell und dann, ja, ist so wie es ist, kann man nicht ändern. Aber heute in dieser Videofolge geht es aber ganz normal weiter mit 4 Folgen am Stück, weil viel zu tun haben wir nicht. Aber wichtig ist trotzdem zu tun. Die Ausgaben 56 bis 59, diese 4 Ausgaben wollen als nächstes verbaut werden. Ja, und da geht es darum, dass wir 2 Decken einbauen. Wir bekommen nämlich 2 Deckenplatten für die Eingangshalle und für die Küche. Da werden wir Deckenplatten mit verbinden. Wir bekommen auch schon den Boden für das erste Geschoss quasi, nämlich für das Musikzimmer der Aristocats. Den bekommen wir schon, brauchen wir aber noch nicht weiter. Aber provisorisch aufsetzen können wir das auf jeden Fall. Und wir bekommen noch 2 Kabel mit den Deckenleuchten quasi und die Deckenleuchten für Eingangshalle und Esszimmer. Die können wir zwar noch nicht testen, aber auf jeden Fall werden wir das Ganze mit einbauen. Sollte aber relativ flott über die Bühne gehen. Ja, das ist der Plan für heute. Deswegen verlieren wir gar keine weitere Zeit und legen los mit den nächsten 4 Ausgaben von unserem Disney-Puppenhaus. Ausgabe 56, 57, 58 und am Ende auch die 59. Auf geht's! Mit der Ausgabe 56 als erstes. Ihr seht schon, ich bin ein bisschen weiter weg vielleicht sieht man das, als sonst. Das liegt daran, dass ich viel Platz brauche, auf jeden Fall. Wir bekommen, wie gesagt, 2 große Platten in dieser ersten Ausgabe. Einmal die Deckenplatte für die Eingangshalle. Hier schön Holzfarben, ist aber uninteressant, weil das sehen wir eh nicht mehr. Die Farbe aber schon, das ist die Decke von der Eingangshalle. Schön so ein Blauton. Hat das auf jeden Fall. Das werden wir dann natürlich sehen. Und die Öffnung von der Treppe. Und hier auch schon eine Führung für das Kabel. Das kommt gleich zum Einsatz. Und ja, das ist schon der Boden für das Musikzimmer der Aristocats. Das wird dann später hier so drauf kommen. Noch nicht, aber wird dann wahrscheinlich dann, denke ich mal, so das Ganze zieren, wenn es soweit ist. Aber nicht nur das bekommen wir in der Decke, sondern wir bekommen auch einen neuen Hausbewohner, der auch gleich hier Maskottchen für die heutige Folge ist. Nämlich Peter Pan ist mit dabei. Da ist er. Peter Pan ist auch mit von der Partie und hat sich jetzt zur Truppe gesellt. Das ist doch schon mal eine schöne Sache. Und ja, dann wollen wir loslegen mit dem Bau. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall unser Häuschen. Und das steht netterweise neben mir. Das ist auch mittlerweile ein richtiger Trümmer geworden. Ups. Und vor allem, es wächst zwar nicht mehr in die Breite großartig, aber vor allem in die Höhe. Und das wird jetzt schon spannend, weil noch kann man das gut erkennen, aber nicht mehr lange.
Das heißt, ich muss mir ja spätestens, wenn das zweite, das erste Geschoss drauf sitzt, schon was anderes einfallen lassen. So, hier wollen wir auf jeden Fall jetzt arbeiten und ja, quasi hier das Ganze mit draufsetzen. Das ist der Plan des Ganzen. Jetzt muss ich trotzdem mal eben die Anleitung mir angucken, ob da irgendwie noch was anderes bei ist, worauf ich darauf achten müsste, aber nö. Dem ist nicht so. Wir sollen darauf achten, dass natürlich die Aussparung für die Treppe natürlich so zusammenpasst. Sprich, die Führung geht hier in diese Ecke hier. Und wir müssen hier quasi diese Platte einmal hier so ein bisschen unter die Kante von der Treppe schieben. Dann sitzt das und muss natürlich hier in sämtliche Führungen greifen. Ich habe das auch schon mal im Vorfeld getestet, ob das alles passt, und es passte. Deswegen werde ich das Ganze schon mal jetzt die ganze Fläche hier mit Holzleim einstreichen, damit wir das direkt dann verkleben können. Ne? Genau, so ist der Plan. Dann mache ich hier schon überall einmal den Holzleim mit drauf, wo wir dann loslegen können. Diese ganze Fläche können wir hier schon voll schmieren. Damit das alles auch schön hält. Wäre blöd, wenn da irgendwelche hässlichen Spalten entstehen. So, das haben wir schon mal erledigt. Und dann kann das Ganze drauf. Dann müssen wir mal gucken, dass wir das Ganze richtig setzen. Wie gesagt, das muss hier einmal ein bisschen unter die Treppe greifen. Klack, so. Und dann müssten wir das einfach jetzt nur dicht drücken. So zusammendrücken. Manchmal muss man ein bisschen die Wände hier noch schieben, damit das alles ineinander greift. Das kannst du mal haben, aber so fügt sich das doch schon gut zusammen. Hier haben wir auf jeden Fall eine gute Verbindung. Hier auch. Hier auch. Hier noch nicht ganz, aber es musste auch sich einfügen lassen. So. Jetzt wird da ein Schuh draus. Ihr seht schon, ich habe zu viel eingemanscht. Geil. Aber so kommt das Ganze dann zusammen. Genau. Ich guck mal eben rein ins Zimmer, wie das Ganze aussieht. Ja, das sieht aber gut aus. Da ist alles okay. Ich könnte natürlich noch ein bisschen hier das Ganze runterdrücken mit ein bisschen Kreppband. Das kann ich machen. Soll ja auch gut halten am Ende. So, gerade diese Ecken hier, die kann ich noch so ein bisschen runterdrücken, wenn ich ein bisschen Kreppband drüber mache. In der Ecke brauche ich jetzt ja auch nicht weitermachen. Und hier kann ich noch so ein bisschen einmal festkleben, das Ganze mit so ein bisschen Druck entsteht. Hier auch nochmal hinten rum. So, das haben wir doch schon mal sehr gut hinbekommen. Das war schon der erste Schritt des Ganzen. Genau. Und bevor ich jetzt allerdings mit der Ausgabe 57 weitermache, weil da sollen wir jetzt eine... Nee, 57 passt, okay, doch, alles gut. Ich mache direkt weiter mit der 57. Und da geht es nämlich schon an die zweite Platte. Das ist die jetzt hier nämlich für die Küche. Deswegen schiebe ich das Ganze mal ein Stückchen weiter. Muss mal eben sortieren hier. Alles nicht so einfach. Der Tisch ist nicht so ausgelegt für so viel Modell und so wenig Rest. Platz. Ich schiebe das Ganze mal ein bisschen weiter, so. Und dann kommt hier die nächste rein. Ich muss auch sagen, hier ist mir beim Testeinbau ein bisschen was kaputt gegangen, leider. Ich hatte hier zu wenig Platz und habe dann zu viel gedrückt und dann ist mir hier eine Ecke rausgebrochen. Ich werde die wieder reinkleben und ein bisschen abschleifen, damit das schön hinten bündig abschließt. Aber es ist ja erstens nur die Rückseite, also das ist jetzt nicht ganz so tragisch und diese Fläche sieht man ja am Ende eh nicht mehr. Also von daher ist das kein Problem. Ihr seht schon, ich habe hier noch ein bisschen Holzleim übrig. Das ist auch ganz praktisch. Und dann mache ich hier einfach direkt weiter mit dem Ganzen. Einbalsamieren, wollte ich schon sagen. Einstreichen. So. Haben wir auch. Und dann kann hier die zweite Platte hin, auch hier natürlich mit der Führung nach hinten. Sollte das alles jetzt eigentlich gut zusammenpassen. Dadurch, dass ich hier schon es einmal verhunzt habe.
sollte das eigentlich alles zusammengreifen. Auf der anderen Seite muss man die Wände so ein bisschen richtig drücken, gerade über die Ecken hier. Da kann es sein, dass es nicht immer zu 100%ig passt. Noch ein bisschen drücken und schieben. Und dann passt das aber im Normalfall. So. Und hier auch nochmal. So. Das ist gut. Jetzt sitzt das allen Ecken sehr schön drauf. Das ist sehr schön. Hier sitzt das auch überall dran. Ja, mal eben von unten reingucken. Ja, ist auch okay. Ich kann hier die noch ein bisschen zusammenhalten. Auf der anderen Seite ein bisschen runterdrücken das Ganze, das kann ich tun. Gerade so hier hinten sehe ich das, dass ein bisschen mehr Luft ist. So, das werde ich dann wie gesagt für mich reparieren, diese kleine Ecke, das ist ja gar kein Thema. Ich sehe aber schon, dass beim Rest so ein bisschen überall jetzt der Holz dann übersteht, gerade beim Eingangszimmer. Hier auch so ein bisschen, das braucht man jetzt nicht mehr so. Hier auch zu viel drin. Das sind dann wahrscheinlich dann die Löcher für die nächsten Wände, die dann kommen. Aber gut, gibt Schlimmeres als Holzleim. So ein bisschen entfernt, beziehungsweise hier am Rand müsste ich noch, das wäre jetzt gar nicht mal verkehrt, so. Der Rest kann wegtrocknen. So, ihr seht, wir haben jetzt hier die beiden Platten drin und ich kann das mal eben kippen. Dann seht ihr das Ergebnis einmal von innen. So, dann seht ihr schon, die Decken sind drin. Und spiegeln sie schön an die Deckenleisten an. Einmal hier und einmal dort. Sieht doch gut aus. Ja, ich sehe hier so ein bisschen Luft hier hinten in der Ecke. Aber ich glaube hundertprozentig, ne? Es ist Holz, es ist Handarbeit quasi. Hundertprozentig würde mich wundern, wenn es so hinhaut. Aber das passt alles doch schon. Wäre sehr gut zusammen. Hier noch ein bisschen Holzleim. Ein Klecks. So, weg ist er. Der Rest passt auch, wie ihr sehen könnt. Wunderbar. Also zwei Zimmerchen, die sich doch schon sehr gut entwickelt haben. Wunderbar. Sehr cool. So, das war schon die Ausgabe Nummer 57. Und die Ausgabe 58, 59, die beschäftigt sich jetzt damit, dass ich hier quasi die, hier in diesem Bereich, die Lichter einbauen soll. Ne? So ist der Plan, glaube ich. Dann gucke ich mal eben in die Ausgabe 58 hinein. Die haben wir hier. Und ich denke, das ist genau so gewollt. Genau, wir brauchen erstmal eine LED. Aus der 58. Wo haben wir sie denn? Mal eben die richtige natürlich nehmen. Das müsste natürlich passen. Wir haben hier noch einen großen Schrank und ein paar Teller mit dabei. Ansonsten kann ich mal eben zeigen. Hier in der 58 gibt es einen riesen Schrank. Das ist ein Küchenschrank. Auf jeden Fall. Der wird da benötigt. Und hier sehen wir schon den Rest mit drin. LED und Teller und eben auch die Deckenbeleuchtung. Deswegen muss ich mal eben auspacken hier. Die Teller und alles lasse ich hier drin, den Schrank genauso, aber das brauchen wir hier. Das ist die Deckenleuchte und die Leuchte an sich plus eine Kabelmarkierung. Die brauchen wir, den Rest packe ich wieder hier rein zum Eigenschutz quasi. So, dann sollen wir das Kabel einmal markieren, welches Kabel das sein wird. Und zwar am Ende mit einmal dem Sticker 2. Hier machen wir im 3 cm Abstand. Nein, das kann ich nicht. Ich kann keine 3 cm abmessen. Das ist mir zu hoch. Ich kenne nur 4 cm. Sorry. Das geht gar nicht. Ach, guck, okay, es hat doch funktioniert. Na gut. Sachen gibt's. So, haben wir markiert. Und dann sollen wir jetzt die LED
in den Körper des Lystos einsetzen. Alles klar, und zwar haben wir hier eins mit vier Löchern und das soll es nicht sein. Okay, nehmen wir den anderen. Der soll hier rein. Und zwar genau hier, dass die LED quasi hier so reingreift, in diese Position. Und dann kommt der Rest hinten drüber. Wir sollen das quasi, glaube ich, nur zusammenstecken. Genau. Es wird nur zusammengesteckt, nicht geklebt, dass wir den hier quasi fertig haben. Hier ist die LED zu sehen. Und dann wird das Ganze auch schon eingebaut. Genau. Und zwar hier in das Loch rein. Beziehungsweise geht das von unten einmal, wird das eingesetzt. Wir müssen einmal hier mit dem Kabel durch. Es ist da, es ist. Einmal alles durchschieben, sodass wir das Element hier wieder sehen können. Da ist es. Und hier haben wir, wie ihr hoffentlich sehen könnt, oh, schwierig gerade. Da haben wir hier an dem Lüster eine Aussparung hier an diesem Ring. Und die Aussparung soll auch in Richtung von dieser Einkerbung liegen. Erstmal müssen wir den also so hier einsetzen, damit überhaupt der durchpasst. Und dann einmal drehen. Das seht ihr jetzt natürlich nur von oben, dass sich das bewegt. Ich drehe den von unten ein Stück. So reicht das, denke ich mal schon. Dann bleibt er nämlich automatisch in Position und das Kabel kann nämlich genau hier in diese Führung dann reingelegt werden und dann nach hinten weg. So ist der Plan des Ganzen. Ne, und wenn jetzt das nächste Bodenteil hier drüber kommt, ist das gar kein Problem mehr. Das Kabel kann dann so hier nach hinten rausgehen. So ist der Plan. Habt ihr das überhaupt gesehen jetzt gerade? Nicht ganz. Ich habe es jetzt nur reingelegt. Soll man nur reinlegen. Ne, hier, da ist es. Ja, und dasselbe machen wir jetzt nochmal mit dieser Seite. Das ist nämlich jetzt tatsächlich genau der letzte Schritt. Das ist jetzt nämlich schon die Ausgabe Nummer 59. Gott, ist das eine Fummelei hier. So viel Teile und Hefte, aber so wenig Platz am Ende. Nee, wir können jetzt hier quasi schon mal das Ganze hier rübersetzen. Grob erst einmal so. Und dann können wir hier die Ausgabe 59 nehmen. Hier haben wir auch ein paar Tassen und Becher und hast du nicht gesehen. Die sind hier drin in der Ausgabe Nummer 59. Machen wir auch einmal auf und nehmen uns auch hier das LED-Kabel, Markierung und hier den Deckenleuchte raus. Zack. Der Rest wieder in die Detailkiste. Machen wir uns auch einmal ab. Haben wir auch hier das große Kabel. Und da wird auch markiert. Hier haben wir Teil Nummer 3. Wenn jetzt gut wäre, jetzt haben wir schon 2 und 3 eingebaut. Was wird wohl das Wohnzimmer für eine Markierung haben? Vielleicht die 1, wer weiß. Ich glaube, wir werden es beim nächsten Mal erfahren. Oder in einer der schon bald kommenden Ausgaben. So. Und dann wollen wir auch hier die LED, wo haben wir sie? Hier ist sie. Dann hier in diesen Lüster mit einsetzen. Ich denke mal, das wird dieselbe Konstruktion sein. Wie gerade eben auch so. Da passt das Kabel auf jeden Fall gut rein, die LED auch. Und dann von oben dicht machen. Natürlich das Kabel versuchen nicht einzuklemmen. Das wäre doof. So, aber es reicht, wenn man es einmal zusammendrückt, das ist so passgenau. Das ist gar kein Thema. Und ja, hier guckt die LED auch raus. Hier guckt sie sogar ein bisschen mehr raus bei mir, dass so sein soll. Mal kurz in der Anleitung gucken. Aber auf jeden Fall war das die gleiche Führung wie gerade eben. Ja, sie guckt raus. Alles klar. Dann wissen wir auch da Bescheid. Und dann machen wir das genauso wie gerade eben. Dass wir von unten das Kabel hier durchstopfen. Ich weiß, ihr könnt einen Ausschnitt davon sehen, aber ihr wollt es ja auch sehen. Ich kann auch schon rausgehen, aber naja. So, dann haben wir auch hier das Ergebnis. Wir können den hier einmal durchstopfen. So. Und dann müssen wir den auch hier einmal ein bisschen mehr drehen. Ups, so. Dann bleibt er auf jeden Fall in Position. Die Öffnung ist jetzt in Richtung der Kabelführung. Und dann können wir das Kabel dann hier reinlegen. Und wenn dann der Boden für die
nächste Etage kommt, das ist glaube ich das Schlafzimmer, dann wird das Kabel hier quasi zwischen den Böden, zwischen Boden und Decke quasi dann, ja, verschwinden. Jo, und damit haben wir alles erledigt für diese Ausgabe. Wir haben die beiden LEDs verbaut. Hier seht ihr gerade an der anderen Seite einmal die nächste Bodenplatte für das Zimmer der Aristocats. Das haben wir hier. Gott, hier überall liegt was rum, das ist der Wahnsinn, Leute. Hier, da habe ich schon mal das provisorisch draufgelegt. So wird dann das Stück wahrscheinlich sich anschmiegen. Denke ich mal, so wird es kommen. Das Kabel wird ja automatisch hier dann in die richtige Richtung gelegt, damit es nicht stört. Noch ist es ein bisschen uneben, aber das kriegen wir dann schon ohne Probleme hin. Wir können die Kabel auch so ein bisschen wieder zusammenlegen hier, damit das nicht die ganze Zeit rumfliegt, bis sie dann tatsächlich eingebaut werden. Ne? So ist der Plan. Und nochmal ein Blick, wenn ich das Ganze einmal kippe, kann man nochmal eben reingucken, wie das Ganze jetzt aussieht. Ne? Da sieht man es. Kurz richtig greifen. So, da kann man sehen. So sieht das Ganze mittlerweile aus. Wir haben hier den Deckenlüster mit drin. Da, Gott, sieht man kaum, ne? Tür zu, hilft das? Nee. Das war ganz anders. Da sitzt er. Hier ist er. Im Dunkeln versteckt. Und hier genauso, dass die Beleuchtung von diesen Räumen schon mal gegeben ist. Wunderbar. Ja, das war alles für Ausgabe Nummer 56 bis 59. Und wie es beim nächsten Mal weitergeht, ja, ich würde sagen, da gucken wir mal eben rein. Ja, ihr Lieben, die Ausgaben 56 bis 59 sind fertig, kurz und schmerzlos, auf jeden Fall die vier Ausgaben verbaut. Ergebnis kann sich aber sehen lassen, da ist einiges optisch passiert. Ich hole mal die Kiste hier ins Bild, da sieht man schon, ja, die ersten beiden Räume haben ihre Decken bekommen. Da sieht man sie jetzt, denke ich mal, sehr gut. Da sitzen sie mit drin, mit den Deckenleuchten ebenfalls. Und ja, obenrum haben wir die Platten momentan so, wie man es hier sehen kann. Die Kabel sind verlegt. Und gehen dann in die Führungen, wenn dann auf jeden Fall der Boden mitkommt. Den haben wir hier auf jeden Fall. Das ist das Bodenstück für das Musikzimmer der Aristocats. Das kommt dann ebenfalls hier mit rein. Und ja, das wird dann demnächst passieren. Wie geht es denn demnächst auch weiter? Wenn ich die Hefte gerade nochmal wiederfinde, da muss ich ein bisschen durch die Gegend schmeißen hier. Ja, können wir gucken, was in Ausgabe 60 passiert. Und ja, das wird übersichtlich sein. Wir bekommen eine Spieltruhe für das Zimmer von Peter Pan später. Und ihr seht schon, da bekommen wir die Deckenplatte für das Zimmer von Mickey Mouse. Und da wird, denke ich mal, wie ihr sehen könnt, da ist auch eine Führung in der Decke mit drin. Das heißt, auch da wird eine LED mit eingebaut. Das heißt, das werden wir dann wahrscheinlich auch in der übernächsten Ausgabe tun. Also eine Doppelfolge definitiv beim nächsten Mal. Und mal gucken, was in den anderen Ausgaben mit drin ist. Dann werden wir die gleich mitmachen. Schauen wir mal, wie es dann da laufen wird. Ja, das war soweit alles für heute. Kurze Information, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Ich habe es letztens auch schon bei der Titanic gesagt. Da haben wir nämlich die Abonnenten ein Schreiben bekommen, dass es leider aufgrund von Lieferverteuerungen und allgemeinen Produktionsverteuerungen auch ja, der Preis pro Ausgabe erhöht wurde bei der Titanic. Auch das Puppenhaus bleibt dem nicht verschont. Ab der nächsten Ausgabe Nummer 60 wird es auch hier teurer, nämlich 13,99 € pro Ausgabe. Also da bleibt sich Danaschet treu. Also 13,99 € pro Ausgabe wird dann wahrscheinlich das neue Maß der Dinge sein, anstatt von 12,99 €. Ja, können wir nicht ändern, müssen wir auch so hinnehmen, wie es ist. Wenn es nicht gefällt, dann ja, müssen wir da halt auch reagieren. Aber gut, Preissteigerungen gibt es überall, wie gesagt. Können wir nicht ändern, deswegen müssen wir das, also ich nehme das so, wie es ist und ich hoffe, viele von euch genauso, die das Puppenhaus aufbauen und machen trotzdem, trotz der blöden Umstände, aber nicht zu ändernden Umstände, dann auch mit. Gut, das war soweit alles für heute. Danke euch fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne den Daumen nach oben da. Kanal dürft ihr natürlich auch sehr gerne abonnieren, hier diesen, dann bekommt ihr direkt Nachricht, wenn neue Videos hier auf diesem Kanal online gehen. Gut, bis zum nächsten Video. Vom Puppenhaus oder egal was von einem anderen Projekt, wünsche ich euch noch ein paar schöne Tage. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.